Moin Freunde, Neuheiten der Woche. Ihr seht, ich bin alleine kein Comic-Toy-Hunter. Wegen den Feiertagen hat sich alles ein bisschen verschoben, sowohl die Lieferung als auch die Zeit, wann wir unser Video hier drehen können. Und der Comic-Toy-Hunter, der ist unterwegs, ich vermute mal, der jagt nach Spielzeug. Deswegen müsst ihr heute mit mir alleine vorwegnehmen. Ja, geht's gleich los. Eine Figur, die letzte Woche gefehlt hat, Zootopia. Das ist der liebe Nick. Alle anderen sind ja schon da. Dann eine Geschichte, wo einige von euch lange drauf gewartet haben. Und zwar von Star Wars Black Series, der General Grievous. Mit sage und schreibe, wie ihr wisst, 4 verschiedenen Schwertern. Ja, dann haben wir ein paar neue Transformer War for Cybertron reingekriegt. Einmal Starscream und Soundwave. So sieht es von hinten aus. Dann etwas kleinere Ausführung Ironhide und Six Gun. Und fast zu guter Letzt diese beiden hübschen, und zwar Chromia, den kenne ich jetzt nun gar nicht, ups, so, und Prowl. Und dann ganz was Schönes, und zwar eine etwas seltene Figur, Autobot trifft mit 2 von den kleinen Dinobots. Und zwar Tops und Petari. Oh, sind sogar 3, sehe ich hier. Und Sharp. Der ist auch reingekommen. Dann von Funko Pops haben wir ja nicht so viel, aber hin und wieder mal was, was wir persönlich geil finden. Und ja Gott, Freddie Mercury. Gott sei seiner Seele gnädig, obwohl ich bin ja eigentlich gar nicht christlich, aber ich denke mal, er war es. Deswegen wünsche ich ihm im Jenseits alles Gute. Das ist jetzt die zweite Version. Wir hatten schon mal vor ein paar Wochen ihn in diesem weiß-schwarzen Karo-Spandex-Anzug da. Dann was Neues von Banpresto aus der XQ-Serie von Code Geass. Das ist Lelouch. Und ja, was richtig cool ist, und zwar von Diamond Select, die machen weiter mit Star Trek Figuren, und zwar mit Borg. Da kommen auch noch mehrere Borg Figuren raus. Das letzte, was halt da rausgekommen ist, war jetzt zu den neueren Filmen, Kirk und Spock. Und jetzt geht's erstmal mit Next Generation weiter mit Borgs, und da kommen auch noch 2, 3 andere Borg raus. Und zwar, wenn ich das richtig im Kopf habe, bekanntere Figuren, ich glaube 7 of 9 als Borg, und ich glaube auch Picard als Borg und eventuell noch eine 4., das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Könnt ihr auch die Rüstung abnehmen, habt noch zusätzlichen Arm, zusätzlichen Kopf, also hier ordentlich Zubehör dabei bei der Figur, aber keine Base wie sonst, aber dafür halt ein bisschen mehr Zubehör. Dann wieder reingekommen, kennt ihr schon Marvel Legends, der Ghost Rider auf seinem Bike. Und auch wieder reingekommen, da haben schon viele von euch zugeschlagen, gab es das letzte Mal 2017. Und zwar 2 Predatoren, das ist jetzt der Jungle Hunter Predator, der ist zum, wie ich finde, immer noch besten Teil. Naja, oder der zweite, ich bin mir nicht ganz sicher. Besten oder zweitbesten Teil der Serie mit Arnold Schwarzenegger, das ist der Jungle Hunter. Und manchmal bin ich auch der Meinung, dass der zweite Teil besser war als der erste. Sie sind aber sehr unterschiedlich, also Geschmäcker sind verschieden. Das ist der City Hunter Predator. Super Verpackung, wir haben schon 1000-mal gesagt, ihr könnt die auch wunderbar in der Verpackung sammeln, hinstellen. Ihr könnt sie auspacken, ihr könnt sie hier hinterher wieder schön einpacken und weiterverkaufen, wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt. Ganz tolle Sache. Und dann von den Bilddivers wieder eine menschliche Figur von Gundam.
von Bandai als Bausatz rausgekommen. Die junge Dame ist mir jetzt leider nicht so bekannt. Ich bin da nicht ganz so firm. Die Aya bei Gundam. Und noch einen ganz wunderschönen großen Gundam haben wir reingekriegt. Ich glaube 1 zu 100. Da muss ich jetzt mal selber gucken. Von der Verpackung würde ich vermuten, entweder 1 zu 100 oder es ist wahnsinnig viel Zubehör dabei. Tatsächlich sehe ich es hier nirgendwo, aber hier könnt ihr euch ein bisschen mehr von einem guten Burschen angucken, wie er mit Knarre aussieht, wie er mit Flügeln aussieht. Ziemlich fett. Mehr Infos dazu findet ihr natürlich bei uns im Webshop und auch auf Facebook. Dann den guten Herrn kennt ihr auch schon, Fantastic Beasts. Mir persönlich hat der zweite Teil sehr gut gefallen, obwohl ich es ein bisschen schade fand, dass sie das jetzt auf 5 Teile ausdehnen und die Story sich so ein bisschen dehnt. Aber für alle, die denken, sie kennen diese 1 zu 6 Figur schon, die sehr geil gemacht ist. Hier ist jetzt erstmals der Mantel mit dabei. Es ist die gleiche Figur wie damals die herkömmliche, nur diesmal noch mit Mantel. Also wer Newt Scamander noch nicht hat, hier könnt ihr zuschlagen. Super Sculpting vom Gesicht. Tolles Teil. Und dann gibt es was Neues von Diamond. Und zwar von den DC-Figuren, die Supergirl in der Michael Turner-Version. Ein super Künstler, der leider viel, viel zu früh, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube an Knochenkrebs gestorben ist. Aber eine wirklich ganz, ganz tolle Figur, wie sie hier ihre Ketten sprengt mit so einer Art Explosionsbase. Toll gesculptet. Und dann wieder von Diamond, diesmal wieder zu den Filmen von Marvel, Black Panther. Den Panther gab es tatsächlich auch schon mal, aber das ist, wie ihr sehen könnt, die Unmasked Version. Also ohne Maske, so gab es ihn auch schon mal mit Maske. Ansonsten unterscheiden die sich eigentlich gar nicht. Dann das nächste von Diamond, richtig fett, richtig cool, Pacific Rim. Uprising zum zweiten Teil. Hier der Gypsy Avenger, wie er steht über den Ruinen von einem niedergebrannten und zerstörten Hochhaus. Fettes Teil. Diese ganzen Gallery-Statuen sind zwar teurer geworden, ein paar gibt's, also die jetzt noch reinkommen, kriegen wir zum großen Teil noch zum alten Preis. Also alles so zwischen 42 und 45 Euro meistens. Ein paar sind jetzt aber auch schon teurer geworden. Ich glaube, der Comic Joker, ich bin mir da nicht ganz sicher, irgendeine war jetzt schon 50 Euro. Und das ist dann auch jetzt leider der neue Preis für die meisten der Figuren. Und das ist dieser richtig, richtig geile Comic Joker. Ist er nicht hübsch? Ne, mit seinen Karten. Ich mache jetzt mal unten auf, damit ihr auch ein bisschen was drin sehen könnt. Und dieses Teil war mal ein, wie ihr am Aufkleber sehen könnt, GameStop Exclusive. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht, ob das der Grund ist, wieso der ein bisschen teurer ist. Ganz nebenbei gesagt, wir werden jetzt am Wochenende ein paar Diamond Exclusive Sachen, San Diego Comic Con 2019 Exclusive Sachen auf Facebook mit Fotos hochladen. Nicht den Shop und noch ein paar andere Sachen. Wir versuchen das meiste von den Diamond und auch Icon Heroes und so San Diego Comic Con Sachen zu bekommen. Wir können es aber leider nicht garantieren, weil die sind, die werden erstmal den ganzen Händlern zugänglich gemacht, die auch wirklich auf der Con sind. Und wenn dann noch Restbestände da sind, dann können sich alle anderen darum so wie wir kloppen. Wir werden aber die Fotos online stellen, was es da alles geben soll, was wir kriegen könnten. Ob wir es am Ende kriegen, können wir noch nicht sagen. Und es wäre ganz nett, wenn ihr da vielleicht Interesse dran hättet, dass ihr einfach mal unten drunter schreibt, Interesse an der Statue oder der Büste oder was auch immer. Kommt zum Beispiel auch von diesen Half-Size Deadpools Büsten. Den gab es ja schon mal in seinem normalen Kostüm. Jetzt kommt er in dem X-Force in Grau raus. Und noch so ein paar andere Figuren, ein paar Gallery-Figuren.
Das seht ihr dann aber morgen oder übermorgen, werden wir das auf Facebook online stellen. Und da könnt ihr natürlich auch gerne hier bei YouTube einen kurzen Kommentar hinterlassen, falls da was für euch Interessantes dabei sein sollte. Und dann versuchen wir das auch in den Stückzahlen zu kriegen. Das ist, wir können aber nichts garantieren, wie viele wir bekommen und ob wir überhaupt welche bekommen. So, und den wollen wir euch auch nochmal zeigen. Ist leider diese Woche ausverkauft, kommt aber übernächste Woche wieder rein. Und zwar das Gegenstück zu dem Dark Knight Batman, den wir euch vor 2 Wochen oder so gezeigt haben. Jetzt halt auch der Joker, Heath Ledger. Eine super Statue. Er trägt in der Hand noch diese Bankräubermaske. Es kam tatsächlich auch noch der Bane raus zum 3. Teil. Die haben wir aber alle so schnell diese Woche verkauft, dass ich keinen mehr da habe, den ich euch zeigen kann. Also der hier ist auch schon verkauft. Der Kunde hat ihn aber noch nicht bezahlt, deswegen konnte ich ihn euch zeigen. Aber ihr müsst keine Angst haben, die kommen wieder reichlich rein. Und als letztes Schmankerl von Castlevania diese riesen Statue. Leider Gottes, zwar eine wunderschöne Verpackung, aber ihr seht überhaupt nicht, wie die Statue aussieht. Aber so habt ihr wenigstens mal einen Eindruck, was für ein Riesengerät das ist, wie sie genau aussieht. Schaut euch die Fotos an auf Facebook und in unserem Webshop. Und wir haben sie zum Sonderpreis. Also die kostet in Staaten $299. Da kommt selbst in Staaten auch noch Mehrwertsteuer drauf. Da kommt Zoll drauf, da kommt Fracht drauf und so weiter. Und wir bieten sie bei uns im Webshop für 249 € an. Billiger werdet ihr die meiner Meinung nach nirgendwo bekommen. Zumindest soweit ich es weiß. Dann wollte ich euch noch erzählen, wie Pikachu Meisterdetektiv der neue Pokémon-Film war. Wir hatten da bis gestern Embargo und gestern gab es auch schon 2, 3 Vorpremieren. Wer so der riesen, mega, super, duper Pokémon-Fan ist, könnte ich mir vorstellen, dass ihm da das eine oder andere gefällt, dass er sich freut, die mal so rumlaufen zu sehen und so. In der Pressevorführung, das machen die manchmal so, waren auch viele Kids drin. Und selbst die so Vorführungen von Kinderfilmen, wo so die Presse drin sitzt und dann sagen, ja, das ist jetzt aber doof und die Kids das dann aber total abfeiern, da denkt man sich, okay, das mag jetzt für einen Erwachsenen nicht so gut rüberkommen, aber bei den Kids kommt's an. Aber selbst bei dem Pikachu-Film, die Kids sind merkwürdig still geblieben. Und ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil ja jeder einen anderen Geschmack hat, aber mein persönliches Urteil ist, einer der schlechtesten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Mir hat weder die Tricktechnik, noch die Story, noch die Charaktere, mir hat gar nichts gefallen. Doch, Anton. Anton hat für die wenigen Lichtblicke gesorgt. Aber ansonsten, ich konnte nichts mit anfangen, vielleicht lag es auch nur an mir. Also wer total Bock drauf hat und sich drauf freut, lasst euch da von mir nicht abschrecken, aber tut bitte die Messlatte nicht zu hoch hängen. Und die Filme, die für euch interessant sein können, in nächster Zeit angeht, ich hoffe, dass die Pressevorführung von von Godzilla nicht gerade in meinen Urlaub fällt. Dann kann ich euch, glaube ich, in 2 Wochen sagen, wie der gewesen ist. Da freue ich mich nämlich schon tierisch drauf. Ansonsten freut mich, dass ihr wieder zugesehen habt. Liked uns, lasst Kommentare da, teilt. Wir sind auf euch angewiesen, dass ihr, wenn euch der Laden gefällt, wenn euch die Videos gefallen, dass ihr das publik macht. Und vielen Dank dafür. Wem es gefallen hat, wem es nicht so gefallen hat oder wer Defizite sieht, könnt ihr uns auch gerne mitteilen. Wir versuchen ja immer, uns zu verbessern. Und habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann nächsten Mittwoch oder Donnerstag. Schauen wir mal. Bis dann. Tschüss.